Na, guck mal, können wir genau dreimal herstellen. Super. Bartflächenverband geht nur einmal. Lackporling können wir zweimal. Und wir können. So. Garen. Dann mach mir doch bitte Hagebutte. Hagebutte. Nein, nicht aufheben. Nehmen. Nehmen. Können wir den noch mal kochen hier? Garen. Garen. Der ist trocken, okay. Mutti, ich lege dir mal so ein paar Sachen hier hin. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die brauchen werde. Wofür ich die brauchen werde. Warum? Das geht gerade nicht. Wahrscheinlich, weil der hier im Weg liegt. Oh, warte. Garen, was haben wir denn noch hier? Lackporling. Mach mal. Ah, habe ich kein Wasser mehr? Okay, wir haben kein Wasser mehr. Machen wir mal 1,5 Liter. Und hier, machen wir. Nee, machen wir. Machen wir nix. Wir haben doch noch hier. Wollen wir den Kaffee mal aufwärmen? Komm. Das sieht doch gut aus, wa? Rehhaut, Wolfshaut. Kann ich den ein bisschen näher ranholen? Das Reh ist ja fast fertig. So, erstmal lecker Kaffee. Hallo Honky! Wow, wow! So. Was haben wir denn jetzt noch?
Wir haben davon welche. Von denen haben wir schon fünf. Na, wie geht's dir, Honky? Ja, ich war kurz an deinem Schrank. Alles gut. Na, ich hab nichts. Also wir werden auf jeden Fall einen Karton, einen Kochtopf, denke ich mal, Maggi fix und fertig ist für, ist heute ausverkauft. Was? Maggi fix und fertig für ist heute aus. Haben wir alles an, ne? Die müssen wir reparieren. Machen wir gleich, wenn das Wasser fertig ist. Bin nicht fix und fertig, bin nur noch Schrott. War ein Scheißtag, ja? Sag mal, war bei euch auch so ein Unwetter? So, garen. Dann machen wir mal den Tee. Nein. Habe ich, ja. Gar nicht. Das Wasser hätte noch mal gegart werden müssen. Es war noch nicht fertig. Nein. Muss man dich mit einer Spitzhacke oder einem Schraubenschlüssel abbauen? Okay, was wäre dir lieber, mit einer Spitzhacke oder mit einem Schraubenschlüssel abgebaut werden? Immer diese schwierigen Fragen. 10 Stunden Schicht wieder, scheiße. Ein Stock? Also kann man den Schrott aus der rausprügeln, ja? So, was wollte ich jetzt machen? Haben wir noch Material? Ja, ich wollte die Mütze reparieren. Welche war das? Die hier, ne? Aktion. Reparieren. Dauert 25 Minuten. Oh, ich warte lieber. Obwohl. Doch, das können wir kurz schnell machen. Aktionen. Reparieren. Ja, wir sind noch nicht fertig. Aber zum Anpieksen, dann roll ich los. Ja, wo rollen Sie denn hin? Kann ich mal richtig schreiben? Fällt mir auch gerade auf. Ja, ich sehe das. So, jetzt aber. Jawohl. Gibt's nochmal Lackpauling. Dann gehen wir gleich ein bisschen schlafen. Und dann gehen wir morgen die Kette wegbringen. Und wir laufen zur Treppe, zur Brücke. Ne, das heißt, wir müssen so viel wie möglich rauspacken. Je nach dem Wetter müssen wir dann mal schauen. Vielleicht müssen wir in der Kirche einmal Halt machen, um uns aufzuwärmen. Mal gucken. Ja, ansonsten, Honky, hol dir was Schönes zu essen, mach's dir gemütlich und schau dabei zu, wie ich versuche, hier zu survivalen. Ne?
Marek ist ja auch da. Marek kann ja ein Auge auf den Chat haben. So, Mutti, ich gehe jetzt schlafen, ne? Ich sehe nur nicht, wo ich hin muss. Und ja, ich hätte auch eine Laterne irgendwo. Drüben, glaube ich, im Schrank. So, machen wir mal. Das ist mitten in der Nacht, ne? 6 Stunden? Wir müssen ja irgendwie unser Leben wieder hochkriegen. Es ist noch dunkel. Wie spät ist denn das? Falsche Taste, die hier. Ich glaube, eine Stunde können wir noch mal. Ist mir immer noch zu dunkel. Ich sehe nichts. Ah, komm, Stündchen noch. Sonnenaufgang haben wir gerade. Und gleich erstmal essen, trinken. Ja, das ist mir lieber. So. Die Sachen von der Tochter holen wir später. Weil wir ja auch nochmal zurückkommen. Hi. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall trinken. Trinken, Tana, trinken. Wir müssen trinken. Dann hauen wir uns mal das kleine Fleisch hier rein. Das null bringt. Ja, Wolf bringt mehr, wesentlich mehr. Aber wir hätten vielleicht den jetzt zuerst essen sollen. Egal. So, dann würde ich sagen, gehen wir erst nach drüben, packen so viel wie möglich weg, was wir nicht brauchen. Wobei, Aktionen, die wollte ich noch weiter reparieren, ne? Einmal noch. So. Gut. So, ich bin dann unterwegs. Ich sag mal bis später. Hey, Zogi. So, heißt, wir packen jetzt den ganzen Kram, den wir jetzt nicht mitnehmen wollen, in die Bank. Und dann machen wir uns los. So. Bisschen geht hier ja noch rein. So. Also wir brauchen den Kaffee jetzt hier nicht, glaube ich, oder? Nehme ich. Na komm, doch, einen geht. Nehme ich mal mit. Den Energy-Riegel nehme ich mit. Das nehme ich nicht mit. Das nicht, das nicht, das nicht. Das können wir mal mitnehmen. Hagebutten nehmen wir mit. Ich pack da mal hier. Umlagern. Von dem Tee reicht, glaube ich, auch einer. Da können wir, glaube ich, auch mal zwei rausnehmen. Oder drei. Ja, das ist Lampenöl. Ich habe die Lampe nicht dabei. Die Lupe lassen wir auch hier. So, Fackeln. Nehme ich nur drei mit. Schrott brauchen wir nicht. Messer nehme ich mit. Packe ich mal die beiden guten da rein. Nähzeug packe ich da rein. Cracker. Ich brauche jetzt nicht, glaube ich, nicht so viel Essen mitnehmen. Patronen lasse ich mal hier. Ein Pfirsich. Wasser. Aber wir hätten uns noch ein bisschen Wasser kochen sollen. Weil das können wir ja jederzeit. So, das Fleisch lasse ich hier. Ja, weil die können mich ja riechen. Zünder. Rockholben sind auch Zünder. Wie schwer sind wir? 22. Das ist ein bisschen schwer. Da ist die Lampe. Weg damit. Stoff.
weg damit. Steine können wir ja mitnehmen. Sind immer noch viel zu schwer, ne? Was ist denn hier so? Ach, wir haben beide Äxte dabei. Das Ding würde ich gerne mitnehmen. Ja, die Steine können wir auch sammeln. Da geht nichts mehr rein, okay. Ich brauche... Sonderbündel. Wir haben so viele Dosen auch, ne? Tabletten brauche ich jetzt auch nicht. Das ist der Verband. Das wiegt ja alles nichts. Das hier ist hier oben so schwer. Brauche ich beide Äxte? Soll ich beide Äxte mitnehmen? Eigentlich schon, ne? Ja. So. Leer dann, oder? Ne, das ist noch was drin. So, auf! Auf zur Kirche! Und von der Kirche aus gehen wir dann hoch zur Brücke. So, hier haben wir ja letztes Mal auch hart haben wir auch gekämpft. Hier waren zwei Wölfe. Ja, mit denen haben wir uns mit beiden haben wir uns angelegt. Das hört sich beim Laufen gerade an, als hätte ich Flipflops an. Ja, ich höre dich. Ich höre dich. So, sie sind auch nochmal Wagen. Da gucken wir auch nochmal rein. Ne? Ich weiß gar nicht, ob wir da drinnen waren. Hier waren wir drin. Ah, das ist einer der wenigen Kofferräume, glaube ich, gewesen, die offen waren, ne? Wir brauchen immer noch einen Schlüssel. Der ist auch leer. Kann gut sein, dass wir das schon dran waren. Ja, im Bach, in der Bank sind Schließfächer gewesen. Und es fehlt uns noch ein Schlüssel. So. Sollen die Kette Teile auf den Rhein? Ach, da drüben ist auch noch. Waren wir hier eigentlich schon drin? Ja, ne?
Ja, hier waren wir schon drin. Ja, hier waren wir schon drin. Irgendwas übersehen? Da ist noch ein Auto, da gucken wir gleich, weil da müssen wir eh lang. Bis 85. 1. 11. Die ist nur 16 geworden, oder? Ja. 16 Jahre alt. Oh. Hat die aber lange gelitten, die Mutter, war. So, ich glaube, drin waren wir hier, glaube ich, auch schon, ne? So. Ja gut. Jetzt auf. Da hinten ist ein Hirsch. Auf zur Brücke. So, wir sind jetzt hier. Wir wollen dahin. Ein langer Marsch. Und er friert jetzt schon. Wir werden uns wahrscheinlich schon vorher aufwärmen müssen. Ich weiß, dass hier gleich irgendwo nochmal ein Pfad ist. Ja, weißt du, Honky, ich würde halt ungern losziehen in die nächste Episode, ohne bevor ich den letzten Schlüssel da habe. Weil das erzählt ja auch alles irgendwo die Story, ne? So, genau, hier war nämlich noch ein Pfad. Hagebutten, Hagebutten, immer gut. Ist hier hinter noch irgendwas? Da haben wir eine Feuertonne. Da rennt ein Hirsch. Und da sind Klos. Und auch nochmal Hagebutten hier dem Hänge. Das ist super, die sammeln wir gleich ein. Wir gehen erstmal da rein, würde ich sagen. Weil uns ist eh gerade schattig. Soll man schauen und sagen, ob warm oder kalt ist? Was? Was willst du sagen, ob warm oder kalt? Schmerz. Oh. I think I can use this. Oh ja. Guck mal, hier ist eine Werkbank. Ich kann aber nichts außer eine Schlinge. Was ist das hier? Noch eine Sache. Ah.
Winterregal. Einmal nichts zu mitnehmen. Socken. Okay, hast du deine Socken wieder liegen lassen? That'll come in handy. Also man könnte im Notfall hier auch schlafen. Okay. Aber das wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu schattig hier drin. Haben wir alles? Nee, Schlüssel je. Nee, Schlüssel ja, nee, Schlüssel nein. Ja, ich werde wahrscheinlich eh gleich irgendwann mal fragen, wo der sein könnte. Ne, mir fehlt halt Nummer 13. Aber ich habe ja hier auch noch ein bisschen was zu gucken. Weiß ja, ich frag, wenn ich anfange zu verzweifeln. Hagebutten am Scheißhaus. Yummy. Nee, ich guck ja sowieso. Nee, lass das mit dem Warm und Kalt. Wenn, dann frage ich ganz gezielt. Auf zu jammern, Mensch. Da ist nochmal Lackporling. Den lasse ich jetzt mal. Weil wir wollen ja auch mal weiter. Das sieht auch aus, als wenn man da rein könnte. Das sind Bunnies. Aber wir nehmen jetzt keine Bunnies mit. Jetzt wieder auf der Straße, ne? Ja. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Mein Handy hat gerade ge. Okay. Wolfi Nummer 1. Wolfi Nummer 1 ist. Wo läufst du denn jetzt lang? Bleibst du auf der Straße? Läufst du links? Läufst du rechts? Wie hätten wir es denn gerne? Jetzt läuft er links. Ah, guck mal, da ist Nummer 2. Warte mal. Okay, der haut ab von mir. Das ist gut. Alter, hier sind 3 Stück. Der hat gerade was gerissen. Wollt ihr mich verarschen? Tu dir nicht weh, Kind. Wir gehen mal ganz kurz hier reingucken.